Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zu Pokémon Blau. Ja, schön euch wiederzusehen. Wir sind jetzt hier in diesem Labyrinth immer noch, aber ich versuche mein Bestes, das heute fertig zu machen. Weil das Labyrinth ist schon ziemlich nervig und ich glaube, da will auch niemand mehr zugucken. Deshalb, ich brauche die Klicks. Komm, wir müssen es fertig machen. Tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. Meine Poké-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Oh, das hoffe ich doch. Bam, bam. Vogelfänger hat 4 Pokémon. Oh ja, die haben. Wieso haben die eigentlich so viele Pokémon? Was ist denn jetzt los? Ich habe keinen Bock auf so viele Pokémon zu kämpfen. Mann, Walla. Nicht cool. Es ist nervig einfach nur. Aber zum Glück ist unsere Lachse zumindest mit Kopflos stark genug. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Oh, was bin ich dumm. Ich muss mal nachgucken, wann der neue Attacken erlernt. Das muss ich echt mal machen. Ich bin einfach so blöd. Aber ja, genau. Ja, finde ich auch. Ein Taubsi mal wieder. Es gibt auch, glaube ich, in der ersten Gen gibt es auch kaum Geist oder kaum Flug-Pokémon so. Nur ein paar. Und das ist halt schon komisch. Ich meine, warum? Also, es ist ja nicht schlecht, wenn es solche Typen gibt. Aber ich verstehe nicht, man macht so einen Typ und dann gibt es nur kaum Pokémon, die sowas haben. Deshalb haben die es auch später gemacht, als Fee erfunden wurde, Typ Fee. Da haben die es einfach irgendwelchen Pokémon, die es schon gibt, einfach Fee gegeben. Weil die einfach, ja keine Ahnung, wahrscheinlich haben die einfach keinen Bock, jetzt nochmal extra Fee-Pokémon zu machen. Aber dann diesmal machen wir aber viele Pokémon, die es haben. Level 33, ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben. Level 33, das finde ich sehr, sehr nice. Geil, ja. Gut, was haben wir hier? Geht's nach oben. Gut, unten werden wir frei, aber wir werden erstmal nach oben gehen. Wir sind ja eh fast fertig hier mit oben. Und dann gibt's wahrscheinlich oben irgendwie ein TM oder so. Deshalb machen wir das einfach mal. Damit Pokémon starke Tacken lernen, muss man TM ansetzen. Muss man nicht. Man kann sie auch einfach so leveln, aber ja, ich verstehe, was er meint. Ja, genau. Ich drücke es nochmal weg. Irgendwas steht damit aufgewacht oder ausgewichen oder wie sowas. Muss nochmal rein. Oh, ein Dudu. Oh, das ist ein Dudu. Ich finde die Augenringe ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist das Pokémon halt so, wie man es kennt. Und das Komische ist, Glurak kann in diesem Spiel kann Glurak, das ist die letzte Entwicklung von Glumanda, das ist so ein Drache, es kann nicht fliegen, Elan, es kann nicht fliegen. Aber das Dodo, was ihr gerade gesehen habt, das kann in diesem Spiel fliegen, es kann in allen Spielen fliegen. Und Glurak kann danach auch in allen Spielen fliegen, nur halt in der ersten Gen nicht. Und das macht so wie keinen Sinn. Wieso kann so ein Dodo fliegen? Wollt ihr mir jetzt sagen, ja, das springt so weit hoch, es kann in der Luft noch rennen oder was? Ja, genau. Also, ich finde es einfach nur unlogisch. Ich meine, klar, es ist einfach ein Ball aus Federn mit zwei Füßen und zwei Köpfen. Und einen langen Hals. Also zweimal langen Hälse so. Hälse, ja, genau. Das ist bestimmt die Mehrzahl von Hals. Oh Gott, das ist ein langer Weg hier. Kommt doch was? Nee. Nee, kommt's nicht. Gibt es hier irgendwo ein Item? Nein, gibt es nicht. Das war jetzt nur, Betrug, Alter. Geil. Naja, immerhin haben wir alles erkundet. Irgendwo oben ist wahrscheinlich eh nur nichts. Sieht nur so aus, wäre da irgendwas, aber wahrscheinlich ist da nichts. Und ja, wir sind hier fast durch. Ja! Hier, letzte Gegner. Hoffe ich. Oh, wir hätten ja schon länger hin können. Aber egal. Oh, gibt es mehrere Gegner. Na, dann lass halt machen. Immerhin sind wir jetzt draußen. Übrigens, meine City kann man TM kaufen. VM besitzt allerdings nur wenige Personen. Stimmt, damals konnte man auch die VMs, also zumindest die VMs konnte man damit sich verlieren. Die TMs, weiß ich nicht, aber wenn du einfach ein Pokémon zum Beispiel, jetzt Sarze zum Beispiel, hat ja jetzt Schneider, kannst nie wieder verlieren. Zumindest in dem Spiel. Ich glaube, in den neueren Spielen geht das aber. Und ich hätte tauschen sollen, glaube ich. Wäre vielleicht klug gewesen. Ja, wäre klug gewesen. Wen wollen wir denn tauschen? Ich weiß es nicht. Patex. Ja, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ich versuche die ganze Panik so zu entwickeln, aber er will einfach nicht. Tauboga will einfach nicht. Warum nicht, Tauboga? Warum nicht? Ist das so schwer? Ich will machen Level Up. Ah, Nibitak, okay, komm, kämpfen wir jetzt hier. Tauboga gegen Nibitak, wer ist besser? Natürlich mein Pokémon, denn mein Pokémon ist das Beste. Und am besten werden die Folgen auch wieder ganz normal 20 Minuten lang. Ich habe auch einen Timer so gesehen. Ja, weil ich nehme jetzt ab, ich weiß, also ich nehme ja auch mit OBS auf und da gibt es auch, zum Glück gibt es auch einen Timer, sonst muss ich immer wieder mein Handy holen und darauf gucken, wie viel Uhr wir haben. Na gut, muss ich jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt Eskalierung anders gemacht. Aber trotzdem, ich muss auf jeden Fall auf die Uhr gucken, um zu sehen, okay, wann starte ich das Video und wann, im besten Fall auch noch, niemals cutten oder so, damit ich halt sehe, okay, okay, da, okay, so, ja. Die Uhr und alles. Und ich glaube, wir sterben jetzt mit Patex. Oh, nicht. Sogar nicht. Komm, komm, besieg, besieg, besieg. Nein. Ja, aber ich muss das echt tauschen. Weil sonst kratzt mir Patex ab. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nein, 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 nein. Wäre nicht cool. Und Spiegeltrick irgendwas. Okay. Ja, ich achte eh nicht mehr so wirklich aufs Gelbe. Ich warte. Ich will nur ein bisschen reden und dann. Diese Kämpfe besiegt. Nur bei den interessanten Kämpfen wäre das halt cool. Oh, so ein Mist. Okay. Hier geht's dann weiter. Aber da hinten ist noch irgendwas. Und da will er aber noch kämpfen. Okay. Guck mal, was er will. Hast du ein Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Ah, oh, ab hier braucht man schon Fliegen oder was? Oder. Oh, es wäre ziemlich nützlich, merke ich gerade. Weil jetzt muss ich gleich wieder in den ganzen Labyrinth durchgehen. Aber ich kenne den Weg teilweise, er ist nicht so schlimm, zum Glück. Im Remake sieht man auch endlich mal was, also mehr als vorher, weil es ist die Sicht ein wenig rausgezoomt, dann sieht man auch viel mehr. Und das ist ziemlich nützlich, kann ich euch sagen, das ist echt ziemlich nützlich. Und wieso kämpfe ich nicht mit Relaxo? Das ist ziemlich risky, aber ja, warum nicht? Da haben wir wieder das Dudu. Und das Wertige von Dudu ist Dodri. Das hat dann einfach nur drei Augen. Also drei Augen, genau. Drei Köpfe. Und sieht ein bisschen bedrohlicher aus. Aber das war's auch schon. Ja, was wollen wir nehmen? Ja, ein Satz einfach, würde ich sagen. Da würde ich sagen, Memory Mandate. Unser Zürzen ist was. Okay, was? Das war gerade random. Die Sache ist halt einfach, einmal hat man Bock, um was aufzunehmen und dann kann man nicht mehr so wirklich viel aufhören. Keine Ahnung, vielleicht bist du auch nicht. Aber es ist auch sehr, sehr sinnvoll, mehrere, also mehrmals, auf einmal Sachen aufzunehmen. So Tipps für Let's Player. Es ist nützlich, wenn du was aufnimmst, mehrere Folgen, mindestens zwei oder so aufzunehmen. Weil, dann hast du Zeit gespart. Okay, ja doch, eigentlich schon. Teilweise schon, ja. Ich habe sehr viel Zeit gespart, weil ich die Folgen kurz gehalten habe. Und das lag ja nur daran, weil ich jetzt keinen Bock hatte, dass alle Folgen mehr als 20 Minuten werden. Und ich wollte so ein bisschen ausbalancieren, so. Und deshalb war das so. Aber jetzt wieder alles normal. Und das ist auch gut so, denke ich, weil jetzt haben wir viel mehr Zeit. Und ja. Das war eine Bruchlandung, ja, genau. Ist ein Item, richtig? Nein? Ach, dann lecker mio. Route 14 Westen, Fuxania City. Ja, fliegen wäre jetzt ziemlich nützlich, aber das habe ich nicht. Geil. Oh Gott, ich weiß, wo wir sind. Karte, Karte, bestätige es mir. Ja, ja, jetzt kommt eine lange Route mit nur Gegnern, glaube ich. Das ist sehr stressig und nervig. Aber wir haben irgendwo Heilung. Da, nee, das ist keine Heilung, das ist eine Heilung. Die braucht nämlich Relax vor allem nehmen. Und Patex auch, merke ich gerade. Und Saatz auch ganz gut. Und ja. Ja, komm mal, lass die Relaxe nochmal, würde ich sagen. Und Patex auch. Ja, komm nicht. Ja, okay, das war wenig Verschwendung, aber komm, egal. Wir haben hier ein paar Kämpfe vor uns, das ist wichtig.
Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Da hat er sogar schon recht. Aber sobald wir da sind, dann bin ich endlich froh. Yay. Und wir werden vielleicht diese Folge in die Stadt kommen. Ich persönlich glaube nicht. Aber wir können mal hoffen, ne? Ich habe nur mal hoffen. Und ich habe nur noch eine AP mit Relaxor. Geil. Geil. Nein, eigentlich nicht. Ich will jetzt mal fokussieren, Patex zu entwickeln. Zu einem richtig geilen Tauboss. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Was haben wir noch, soweit ich weiß, noch gar nicht gesehen. Und, oh stimmt, wir können ja mal so eine Folge machen. Wo wir uns mal die Sprites angucken, die alten, weil die Sprites, die alten von den alten Pokémon-Spielen, die sind teilweise richtig hässlich, haben wir ja schon gesehen. Aber das meine ich jetzt ernst, die sind teilweise, da denkt man sich doch, wie kommt man auf sowas? Gaba, das ist ein gutes Beispiel. Aber so eine riesig lange Zunge. So, Geist, glaube ich, gleich wieder Gegengift geben und dann nochmal Zeit verschwenden. Oh nice, Level 34. Nice, geil. Yeah. Und Slimog. Spooky. Nee, eigentlich nicht. Bam, hier, friss mein Luft. Oh, oder auch nicht. Nicht so effektiv, habe ich gehört. Aber Saatze weiß doch hier, was effektiv ist, oder? Hoffe ich. Bitte. Sache ist, ich weiß bis heute noch nicht von jedem Pokémon. Tut mir leid für gerade, ich hatte gerade irgendwie so einen komischen Bug. Ich sag ja, mein PC ist halt nicht mehr so der neueste. Was ich sagen wollte. Was? Oh, geblockt, geil. Ich spiele schon so lange Pokémon, weil es immer noch nicht aus. Ich weiß immer noch nicht die Schwächen und Stärken alle auswendig. Von vielen weiß ich's. Aber ich kenne sie nicht auswendig. Und zum Beispiel von Pokémon-Namen, ich kenne die alle auswendig. Außer von den neuen Generationen. Da kenne ich viele auch gar nicht. Es gibt auch ein paar Pokémon, die kenne ich überhaupt nicht. Vor allem von den Ultra-Bestien heutzutage. Die kenne ich ja überhaupt nicht. Also manche von denen kenne ich überhaupt nicht. Ich habe auch Ultrasonne und Ultramond bisher noch nicht gekauft. Weiß nicht, ich wollte einfach nicht. Hat halt andere Spiele, die ich haben wollte. Und ja. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Stimmt, die werden wir auch noch fangen. Die werden wir aber. Ja doch, wir werden die auf jeden Fall fangen. Es gibt drei legendäre Vögel. Arctos, Lavados und Zapdos. Und es gibt Mewtwo und Mew. Das sind noch zwei legendäre Pokémon. Mew haben wir. Und Mewtwo, das ist nicht stimmt. Nee, stimmt. Mewtwo ist unsere letzte Herausforderung, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob man Mewtwo erst nach der Arena oder vor der Arena besiegen kann. Aber soweit ich weiß, war Mewtwo der Stärkste. Von daher werden wir dann wahrscheinlich Mewtwo als letztes machen. Also ja. Dann werden wir wahrscheinlich nach der Arena... Also nach der Liga meine ich, sorry. Nach der Liga wahrscheinlich werden wir dann noch ungefähr ein, zwei Folgen oder so brauchen für Mewtwo. Weil Mewtwo ist so gesehen das stärkste Pokémon im Spiel. Ja, das ist so gesehen der letzte Gegner, der ist glaube ich auf Level 70, Mewtwo. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Meisterball noch habe. Habe ich den noch? Nee, den habe ich noch gleich bekommen. Den habe ich noch gleich bekommen, das habe ich. Oh, stimmt, Vergiftung, da war ja was. Oh, oh Mann. Wer hatte denn Gift hier? Patex, bam. Blup. Ah, jetzt wieder öffnen, um Saatze zu rufen. Mama, jetzt der Schneider auf, dankeschön. Und ich glaube, hier gab es dann auch... Oh, hier gab es auch noch Trainer. Warte, ich will mal ein bisschen runtergehen, nur um zu gucken. Gab es hier Trainer? Hier gibt es keine Trainer, richtig? Richtig? Okay, hier gibt es keine Trainer. Aber hier oben gibt es. Es ist einfach nur kurze Abkürzung oder was? Ja, anscheinend. Okay, voll unnötig irgendwie, aber... Okay. Und hier oben gibt es einfach nur wilde Pokémon. Oh, jetzt haben wir zwei Biker vor uns. Oh nee. Und hier haben wir nochmal einen Biker. Wo sind wir denn gerade? Darf ich mal ganz kurz gucken? Ich will mal ganz kurz gucken, wo wir gerade sind. Okay, wir sind hier. Und da geht's lang. Gibt's einen langen Strich. Ah, jetzt, ich wollte den Vorderreden erstmal, aber egal. Gibt's einen langen Strich nach links und dann sind wir in der Stadt. Ein Pokémon-Kampf! Cool, leg los, Kumpel! Ja, ich glaube, wirklich, wir hätten den anderen Weg erstmal gehen sollen. Aber ist ja auch egal. Wir werden früher oder später auf jeden Fall noch Fliegen bekommen. Blitz werden wir, glaube ich, nicht mehr sammeln. Vielleicht. Vielleicht. Ich bin noch nicht sicher. Ah, stimmt, hab vergessen. Da kann er gar nicht mehr kämpfen. Aber Patex kann kämpfen, ne? Ich
Fleisch. Parkex will noch. Smog. Oh, nervt er nicht mit deinem shitty Smog. Smog. Ich weiß noch, das ist so eine coole Geschichte, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich weiß noch, früher hießen Smogon und Smogmog irgendwie New York oder sowas, solche Abkürzungen halt für solche große Städte. Und das war halt eine Anspielung darauf, dass diese Städte halt als voll mit Gasen sind und alle, also halt, ja, sehr stinken oder wie auch immer. Aber man kann sich, glaube ich, denken, warum das geändert wurde. Soweit ich weiß, es gab auch eine Pokémon-Beta, wo viele Pokémon auch anders hießen. Ich glaube, sowas wie Taub, die hieß irgendwie Otto oder irgendwie sowas. Das war dafür echt so. Und Slimer, jetzt muss ich aber ganz kurz eine Super Potion geben. Eine Super Angel, die will ich nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Super Trank. Hat das gebracht, ja. Bei Patrick bringt es, also bei Tauboga bringt es auch momentan noch viel, aber ja. Aber ich kann euch sagen, Taubos ist ziemlich nützlich. Tauboga, wenn du dann nur einen Tauboga haben willst, ist das nicht so nützlich. Aber Taubos ist schon sehr nützlich, vor allem wenn du eins hast. Das ist richtig cool. Ich weiß noch, ich dachte mir so, okay, meist Pokémon entwickeln sich entweder auf so Level 30 bis Level 34. Und dann hatte ich früher einen Tauboss trainiert. Und ich habe mir so, oh Mann, entwickelt sich das endlich. Ich habe einfach weitergemacht und weitergemacht. Ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht schlafen, bevor das endlich gelevelt, also entwickelt hat. Und dann irgendwann ab Level 36 oder so hat es sich irgendwie entwickelt. Ich dachte mir so, ach, endlich, wie cool. Dann habe ich einfach trotzdem weitergespielt. Ja, kann man mal erzählen. Ja, mein PC ist auch sehr empfindlich, glaube ich. Und ich darf da auch kaum dran gehen. Das ist geil. Aber ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, wenn ich meinen neuen PC bekomme. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt, die Sache ist halt, ich gucke mir irgendwie nicht so welche Videos an mit mein neuer PC oder sowas. Einfach, ich weiß nicht. Da fühle ich mich ja selber so ein bisschen so, oh nein, ich brauche selber auch noch einen und die haben einen und da. Ich weiß nicht, da fühle ich mich so ein bisschen komisch. Nicht, dass ich jetzt neidisch, also ich wäre schon vielleicht ein bisschen neidisch. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gucke die jetzt halt nicht. Aber allgemein gucke ich irgendwie solche Videos nicht. Aber ich, wenn jemand sagt, ey, guck dir mal das Video an, das ist gut, dann würde ich es auch machen. Aber jetzt von mir aus alleine, so, mache ich es irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht selber wieso nicht. Also ich weiß selber nicht wieso. Wahrscheinlich, weil die haben einen besseren PC als ich und ich will es nicht haben. Spaß, allein nur ein Joke. Aber, ja, ich weiß nicht. Smogon, möchtest du sterben gehen? Ja? Nein? Ach, jetzt habt ihr mich jetzt besiegt. Jetzt, oh, voila, laber nicht. Okay, tut mir leid, ah, die Sprache, FTW. Du hast mich besiegt, oh nein. Wir haben doch irgendwie noch so Tränke oder so. Ja, Limonade, das können wir mal benutzen. Warum nicht? Wenn wir eh nie wieder brauchen. Oha! Das hat ja voll viel geheilt! Oha! Das wusste ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich jetzt nicht gewartet. Ja, lass mal kämpfen hier. Los, los! Lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los! Ja, chill mal. Bitte nur ein Pokémon, das war richtig chillig. Bitte. Ah, oh, vier! Oh, jetzt ist das hier noch nicht die Folgenende, oder was? Aber nicht so cool. Ach, schön, da kann ich nicht kämpfen. Ja, ja. Mal wieder auf Patex ändern. Aber ich will jetzt Patex mal entwickeln. Ich glaube, ab Level 36. Da bin ich mir fast sogar sicher. Fast. Aber ich will es halt wirklich. Dann haben wir alle Pokémon entwickeln. Wir müssen nie wieder ein Pokémon entwickeln, weil das letzte Pokémon-Team, was wir haben, kann ich ja sagen, das wird sich nicht entwickeln. Ja. Yeah. Ich habe auch mir während das mal so überlegt, vielleicht will ich mal Pokémon, also Team, also ein Pokémon aus meinem Team austauschen oder so, aber nee. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, nehmen ja auch, also fast alle nehmen auch das Starter-Pokémon ins Team.
Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass Nintendo, glaube ich mal, in Schwarz-Weiß oder so, den Starter einfach abgelegt hat. Einfach weg, also nicht weggeschmissen, sondern einfach abgelegt hat. Als ob hier niemals Flügelschlag oder so, keine Ahnung. Und ich habe so, hä, warum machst du das? Aber ja, es ist halt selber, es ist so, für den anderen halt die Entscheidung und es hat auch Vorteile. Ich meine, die Starter-Pokémon, es gibt stärkere Pokémon als die Starter-Pokémon, das ist klar, natürlich, aber ja, wie soll ich denn sagen? Viele sagen ja auch, Kapador ist das schlechteste Pokémon, aber hey, ein Kapador, oh, Level 35, nice. Aber Kapador kann sich auch zum richtig starken Garados entwickeln, was in den späteren Teilen auch Mega-Garados kann. Also zu Mega-Garados werden kann. Und da... sind wir noch da? Sind wir noch live? Ich hoffe, es läuft noch alles. Hä? Was ist jetzt los? Oh Gott, mein Simulator, der spielt gleich ab, wie sagst du ja. Ich glaube, ich speichere gleich lieber ab. Sonst ist alles verloren und ich darf wieder alles neu machen oder ich kann Bock zu. Yeah! Ja, was ist jetzt schon wieder los? Ohne Witz. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Na, das ist überhaupt schlecht, ja, sogar nur die Attacke, die so lange dauert. Aber vorhin war auf jeden Fall ein Lag, das weiß ich. Ja, anscheinend ist es die Attacke, die so lange dauert. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich benutze die Attacke auch, glaube ich, kaum. Wie auch immer, darum wollen wir jetzt nicht beschäftigen, auch wenn die Attacke jetzt nervt. Also, ja, sind wir jetzt durch mit der Folge wahrscheinlich. Ich will nur kurz gucken, was ist denn hier? Was gibt es denn hier, Satze? Lass mal sehen, was gibt es denn hier? Ich glaube, ein Pokémon. Da unten ist ein Trainer. Noch ein Trainer, noch ein Trainer. Noch ein Trainer. Und hier gibt es einen Trainer. Und. Ihr seht schon, wie lang die Route ist. Hier gibt es ein Item. Eine TM. Welche TM das aber ist, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Genauso werden wir in der nächsten Folge diese Trainerin bekämpfen und unten die ganzen Trainer schaffen. Und hoffentlich in die Stadt kommen, aber dann nochmal zurück zum zur Fahrradstraße. Wie auch immer, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.